Im Kreis der 3D-Drucker sind Puzzles beliebt und man findet sehr viele Vorlagen dazu. Ein sehr interessanter Puzzlewürfel ist der Puzzle Cube von Wild Rose Builds. Das Besondere an diesem Würfel ist die Konstruktion aus drei völlig gleichen Teilen. Daher habe ich dieses Video auch der Dreiteiler genannt. Herzlich willkommen! Die Daten zu diesem Baldros Builds Puzzle habe ich mir bei Thingiverse heruntergeladen und in drei Farben ausgedruckt. Orange, Gelb und Grün. Den Link dazu habe ich auch in der Videobeschreibung unten angegeben. Leider hatte ich beim Druck mit dem grünen Filament etwas Probleme und so war dieses Teil nicht richtig zu gebrauchen. Hier sieht man sehr deutlich, wie das Problem nun aussieht. Mit einem roten Filament habe ich mir dann einen Ersatz gedruckt, der aber auch nicht hundertprozentig gelungen ist. Ich habe ihn aber trotzdem in meinem Würfel benutzt und konnte nun zur Lösung gehen. Hier sieht man nun den fertigen Würfel. Ich kann ihn durch Heben von den zwei Einzelseiten wieder in drei Teile zerlegen. Und so muss ich ihn auch wieder zusammenfügen. Ein kleiner Tipp dazu. Alle Spitzen der Puzzleteile kommen an einer Ecke zusammen. So, wie ich die Teile getrennt habe, so setze ich sie auch wieder zusammen. Und damit man das alles genau sieht, mache ich das mal in der Zeitlupe. Zum Puzzlewürfel gibt es auch noch einen kleinen Fuß dazu. Auch diesen habe ich noch gedruckt und nun ist auch dieses kleine Projekt am Ende angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht einen Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland.